Christopher Nolan ist definitiv einer der Meisterregisseure unserer Zeit und eines seiner absoluten Meisterwerke. Und nein, ich rede jetzt selbstverständlich nicht von seinen Batman-Filmen, sondern ich rede von dem grandiosen, großartigen Memento. Bist du deppert, ist das ein wahnsinnig genialer Film, der vor einigen Jahren schon in Kanada von Alliance Atlantis auch als limitiertes Blu-ray Steelbook veröffentlicht wurde, wobei man sich hier wirklich bemüht hat, ein Artwork zu veröffentlichen, und das kann man nicht anders sagen, wie es definitiv es kein zweites Mal gibt. Man kann nicht einmal sagen, dass man sich nicht bemüht hat, so ist beispielsweise der Filmtitel hier unten mit einem partiellen Hochglanzlack versehen worden, und außerdem macht das Ganze nicht einmal den Eindruck, als wäre es umgestaltet. Wir bekommen zwar für meinen Geschmack etwas viel Schrift, vor allem hätte man, finde ich, hier auf den Hinweis auf Christopher Nolan verzichten können, da ist diese Schreibmaschinenschrift schon etwas besser. Vor allem finde ich es ganz cool, dass eben dieser silberne Hintergrund nicht einfach nur da ist, sondern eben durch verschiedene Kratzer und eben die metallische Oberfläche unterbrochen wird. Ein weiteres negatives Element von diesem Cover ist definitiv der blaue Blu-ray-Banner oben. Man verzeihe, dass meine Kamera in diesem Fall bei diesem wahnsinnig abwechslungsreichen Artwork vielleicht ein kleines bisschen Probleme mit dem Autofokus hat. Auch hier auf dem Backcover von dem Steelbook ist der blaue Banner, ist ein relativ cooles Bild von Guy Pearce, nehme ich an, mit eben jenem selben Look wie bereits auf dem Frontcover. Das Ganze passt, finde ich, zwar unterbrochen durch den Spine ganz gut zueinander, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, ja, es ist ein ungewöhnliches Steelbook-Artwork, ja, es ist ein, wie könnte man sagen, netter Versuch, aber es ist jetzt definitiv keines der schönsten Steelbooks in meiner Sammlung. Außerdem finden wir eben hier drinnen wieder mal etwas ramponiert, leider in meinem Fall, dieses Backcoverblatt, das, wenn man das Steelbook gekauft hat, eigentlich außen befestigt war. Das musste ich im Steelbook aufbewahren, weil die Klebepunkte bei Alliance Atlantis so schwach waren, dass sie sich nach dem ersten Mal schief anschauen sofort abgelöst haben. Drinnen finden wir dann auf der rechten Seite natürlich die Blu-ray, die allerdings mit demselben Bild ausgestattet ist wie links im Steelbook. Und ganz ehrlich, sowas kann einem ja gar nicht passieren. Es würde ja passen, wenn dieses Bild unter der Disc ist, dann würde das irgendwie ein einheitliches Bild ergeben. Aber die Tatsache, dass eigentlich der coole Teil von diesem Steelbook Innen Artwork, nämlich eben Bart Simpsons Memento Schriftzug, auf der Seite ist von der Disc, und wir dann, wenn wir das Teil öffnen, zweimal nebeneinander exakt dasselbe sehen, das ist, finde ich, schon irgendwie ein bisschen undurchdacht und demnach ein bisschen billig. Ich hatte ehrlich gesagt, als dieses Steelbook das erste Mal angekündigt wurde, und es war eines der ersten Blu-ray Steelbooks, die ich auch in meine Sammlung aufgenommen habe, den Eindruck, dass ich das Teil wirklich, wirklich schön finde. So weit würde ich heutzutage nicht mehr gehen, aber ich sage zumindest, dass ich es irgendwie interessant finde, was Alliance Atlantis damit gemacht hat, aber es ginge definitiv besser.